Alter. Gott, ich hatte fürchterlich. Wir sind da, die Rubinsee. Wie groß und weit sie ist. Und voller Schätze. Das stimmt, Klassenquest müssten wir ja eigentlich auch wieder machen. So, eigentlich. Um euch an die Küste von Orta zu bringen, müssen wir die Rubine überqueren. Doch dabei gibt es ein Problem. Rubinsee wird von den Piraten der Konföderation kontrolliert, die von allen Schiffen Tribut fordern. Wer Rubinzoll zahlt und sich freundlich verhält, darf unbeschadet passieren. Wer sich weigert oder Ärger macht, wird ausgeraubt. Daraus macht die Konföderation kein Hehl. Also lasst uns besser den Rubinzoll bei den Piraten einstreichen. Wir finden sie auf der Insel Sakazuki, die nächstgelegene Insel westlich von hier. Das sieht gar nicht so weit aus. Los, lass uns dorthin schwimmen. Nach der langen Reise kann ich etwas Bewegung gebrauchen. Bist du irre? Ich schwimme doch nicht. Ich bin eine Katze, ich bin wasserscheu. Eine hervorragende Idee. Das Wasser ist angenehm warm. Viel Spaß. Ich bringe alle, die nicht schwimmen wollen, mit dem Schiff zur Insel. Dort treffen wir uns. Ja, ich möchte nicht schwimmen. Ich bin eine Katze. Ich will nicht. Ich mag kein Wasser. Das war eine dumme Idee. Aber ich mag doch kein Wasser. Katze schwimmt nicht gerne. Da jetzt ernsthaft hinschwimmen? Tatsache, man kann schwimmen. Wollt ihr mich verkohlen? Die hat sie doch nicht mehr alle. Ich mache hier kein romantisches Plätscher-Plätscher mit dir im Wasser. Gut, das schaffen wir. Schwimm hält unsere Körper fit für die Kämpfe, die für uns bevorstehen. Los, wer zuerst die Insel erreicht? Bist du irre? Ich bin eine Katze. Ich habe hier im Wasser nichts zu suchen. Immer noch nicht. Hört mich denn keiner? Ich bin eine Katze im Wasser. Das ist Mobbing. Auf allerhöchster Stufe. Toll. Irgendwie macht mir das Ding Angst. Ah, da seid ihr ja. Wie war das Schiff? Unsere Überfahrt verlief ereignislos. Kommt, ich bringe euch zur Konföderation. Wenn etwas Glück hat, dann Tensui, die rechte Hand des Anführers, gerade Wache. Ein Igelbomber. Töchchen. Ich gehe dann mal, ne? Also wer das gebaut hat, der muss lebensmüde gewesen sein. Naja, okay. Muss das repariert werden? Was seid ihr denn für komische Vögel? Katze. Ich bin eine Katze. Willkommen, ich bin Tensui, erster Mart von Flottenkapitän Rasho. So? Ich weiß nicht. Wenn euch Soroban hierher geführt hat, hat er auch bestimmt von dem Rubin zu erzählt. Also kommen wir zum Geschäft.
Hallo Susox. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest einen schönen Mittwoch. Mir geht ja schon fleißig voran hier. Ja. Ein wenig. Ein wenig. Ich bin gespannt, was jetzt gleich kommt. Na, wie viel dürfen wir blechen? Es gibt schon wieder, okay. Mit Schweiß, Blut und Tränen. Auch da war schon ein bisschen stressig gewesen, aber sonst erschütte ich jetzt. Oh, sehr schön. Sehr schön. Das freut mich. Ich glaube, Stress auf der Arbeit ist fast nicht zu vermeiden. Es sei denn, man arbeitet allein in irgendeinem Bunker oder so. Denn sieht es wahrscheinlich anders aus. Bin ja mal gespannt, wie weit unsere Bauarbeiter heute noch mit dem Zaun kommen. Sie sind jetzt zumindest hinter der Garage. Das, was ich eben gesehen habe. Okay, nach da hinten muss ich. Hier kann ich aber ein Tier benutzen, ne? Toll! Ein Adler, mit dem ich nicht fliegen kann. Hui! Sollte eigentlich meinen, dass es ihnen angeboren ist, dass sie fliegen können irgendwann, wenn sie ausgewachsen sind. Ach du. Ach du. Ja. Südost. Mhm. In die Richtung. Ich bin ja gerade auf dem falschen Weg. Hier brennt alles. Ja, es wird da. Irgendwas an. Da muss ich hin. Wo, Vögelchen? Hey, wie ich gehört habe, seid ihr meinen Jungs gegenüber nicht gerade kooperativ. Ich weiß schon, dass ihr die Konföderation nicht gerne seht, aber wer den Rubinzoll nicht bezahlt, für dessen Sicherheit können wir leider keine Garantie übernehmen. Werd bloß nicht frech, das wird dir sonst leid tun. Bisher haben wir bei euch ein Auge zugedrückt. Aber das kann sich schnell ändern, wenn ihr euch als nerviges Geschmeiß erweist. Die Statthalterin ist ohnehin nicht allzu gut auf euch Piraten zu sprechen. Ja, boah, ein Angriff geil. Auf eines unserer Schiffe wäre ist echt gut. Ein willkommener Grund gegen und ich bin euch noch am Anfang. Allein die Musik finde ich schon geil. Ich mag die Na, wenn eure Schutzherrin so mächtig ist, kann es euch doch erst recht nicht schwerfallen, ein paar Münzen locker zu machen. Wir haben weder Zeit noch Lust, uns länger mit euch herumzuärgern. Volle Fahrt voraus! Ich habe so die ersten Musikstücke hier im Fernosten gehört und ich dachte mir so, geil.
Sind jetzt auch schon in meine Playlist eingezogen. Mit den Galeanen ist es doch überall gleich. Für sie teilt sich die ganze Welt in sie selbst als Herrscher und alle anderen als Beherrschte. Ja, die ist echt wunderschön. Na, wer zahlt schon gerne Zollgebühren? Trotzdem müssten sie ja nicht gleich so gereizt reagieren. Ich stamme zwar aus Hengashi, aber der Konföderation gehören auch viele Domaner an. Das ist der Statthalterin von Doma ein Dorn im Auge. Sie will mit allen Mitteln verhindern, dass wir den Galeanen, die ihre Macht sichern, in die Quere kommen. Um uns einen Maulkorb zu verpassen, droht sie uns mit Krieg. Und warum dienen die Kojin den Galeanen? Werden sie auch unter Druck gesetzt? Ich glaube, sie wollen einfach auf der Siegerseite stehen. Sie sind Söldner, die sich vom Widerstand keinen großen Gewinn versprechen. Soroban kann es euch bestimmt besser erklären, falls er sich blicken lässt. Warum lasst ihr die Galea so mit euch umspringen? Warum seht ihr tatenlos zu, wie sie die Heimat eurer domanischen Freunde unterdrücken? Warum wehrt ihr euch nicht? Immer mit der Ruhe. Ihr seid also Unterstützer des domanischen Widerstands? Er hat sich doch selbst nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und wir sind nicht so blöd, uns mit der weit überlegenen Kampfkraft des Kaiserreichs anzulegen. Unsere Gefährten aus Doma haben ihrer Heimat den Rücken gekehrt und mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen. Was in Doma geschieht, geht uns nichts an. Was in Doma passiert, bleibt auch in Doma, ha? Ein Problem für uns ist eher, dass unsere Existenzgrundlage bedroht ist. Wenn das so weitergeht, wird unser Kapitän bald entscheiden müssen, ob wir uns den Galeanen unterwerfen oder Widerstand leisten. Unterdessen setzt die Statthalterin von Doma ihre Säuberungsaktion fort, um potenzielle Aufrührer auszuschalten. Mittlerweile hat sie schon die Fischerdörfer an der Küste erreicht. Diese Hexe schreckt vor keiner Untat zurück. Ihrem Treiben muss Einhalt geboten werden. Los, lasst uns möglichst schnell das Meer überqueren und den Dorfbewohnern helfen. Schnappen wir uns Soroban und segeln los. Los, sag den anderen, dass die hier bezahlt haben. Lass sie passieren. Ich muss aber jetzt nicht nochmal durchs Wasser schwimmen, oder? Merkwürdig ist einfach verschwunden. Vielleicht wollte er den anderen Cousin dem galeischen Schiff aus dem Weg gehen. Können sie zu einem anderen Stamm? Es wäre verflucht. Es wäre verfrüht, Soroban schlechte Absichten zu unterstellen. Er wartet bestimmt hier auf der Insel auf uns. Lass uns zurückgehen und nach ihm schauen. Okay. Jetzt will ich aber einmal Richtung Südost gehen. Und mich am besten nicht angreifen lassen. Da oben. Gefunden. So, und jetzt fliegen können.
So, Windederquelle. Oh. Hoppsa. So. Dann kommt. Verzeihung, wäre ich von den Rotpanzern entdeckt wurden, hätte es bloß noch mehr Ärger gegeben. Wir stehen nicht sonderlich gut zueinander. Die Cousinen sprechen nicht mit einer Stimme. Es gibt welche, die machen gemeinsame Sachen mit den Galeanen, aber zu denen gehöre ich nicht. Wirklich nicht. Glaubst mir? Danke. Das freut mich sehr. Ich werde euer Vertrauen nicht enttäuschen. Ich bringe euch so schnell wie es geht über die Rubinensee. Sobald ihr bereit seid, können wir ablegen. Es ist eine weite Reise. Also überlegt gut, ob ihr vor der Abfahrt noch etwas erledigen müsst. Könnt ihr nur noch schnell die Piraten um Erlaubnis zum Hallo? Habe ich gesagt, du wirst sie angreifen? Unglaublich, ja. Die Monster heutzutage, ey, kein Benehmen mehr. Los, hier runterspringen. Also, sie warten doch nicht mal, bis man gespannt hat. So. Yep. Sehe ich jetzt einfach mal durch. Okay, war eh das letzte. Na toll. Der mit der blauen Quest da. Will ich nämlich auch gerne einmal annehmen. Ja. Habe ich mir gedacht, wegen der Windätherquelle. So. Ah! Eine der Fremden. Wollt ihr schon in See stechen? Der Rubinzer wurde für euch bezahlt, also könnt ihr jederzeit ablegen. Wenn ihr vorher noch etwas gelost werden wollt, können unsere Händler euch bestimmt aushelfen. Ja, nee, eigentlich. Eigentlich jetzt nicht so. Ich meine nicht. Ja, ist doch wahr. So. Die wollen nur an mein hart verdientes und erarbeitet das Geld. Also, nee. Nee. Habt ihr der Konföderation Bescheid gesagt? Sehr gut, dann kann es ja losgehen. Seid ihr bereit? Sind wir. Sag doch nicht immer. Wir wissen, dass wir rüber wollen. Diese Szenen hätten sie auch ruhig übersetzen können. Also, synchronisieren können.
bin einfach zu langsam im Lesen. Solche kurzen Sätze gehen. Bei den langen habe ich dann immer Probleme. Wenn dann noch irgendwelche Namen drin vorkommen, die ich nicht aussprechen kann, ja, dann ist es vorbei. Man kennt's ja. Das stimmt. Wie gesagt, ich würde es ansonsten auch echt gerne vorlesen, aber ich... Weil wenn ich mich dann einmal verhaspelt habe, dann so ein Satz, den ich mal mitgekriegt habe, das ärgert mich mehr, als wenn ich es gar nicht vorlese. Dafür mache ich es dann später im Let's Play, zumindest versuche ich es. Um das zu lesen. Vielleicht übe ich es 30 Mal vorher. Ich mache jedes Mal dann vorher das Spiel aus. So. Warte, bist gerade in so einer Szene und kurz bevor der letzte Satz gesprochen wirst, machst du den PC einmal aus, machst den wieder an und hast die ganze Szene nochmal. So kann man auch Text üben, ja? Oder ich nehme einfach die Wiederholung vom Stream und übe damit. Das geht auch. Aber reicht ja, wenn man es überfliegen kann, ne? Wäre es wichtig, dann würde es ja gesprochen werden. Schätze ich. Wäre zwar so schön, aber... Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass das vielleicht irgendwann nochmal kommt, dass wo es auch vorgelesen wird. Ja, wäre schön. Das ist im ersten Addon wurde gefühlt ein bisschen mehr vorgelesen. Da gab es noch nicht dieses automatische Überspringen. Wenn ich das ausmachen könnte, dann wäre auch alles gut. Aber immer dieses Rädchen und dann... Oh, ich habe noch nicht zu Ende gelesen. Ist ja schon weg. Ja, scheiße. Ja, brauche ich nicht mehr weiterlesen. Das hätten sie ausstellen können. Meiner Meinung. Aber das ist wirklich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ansonsten ist das, bin ich mit dem zweiten Addon sowas von zufrieden. Aber ich kann auch nicht sagen, ob ich es lieber mag als das erste oder nicht. Bis vorgelesen wurde. Ja, im Stream ist das halt ein bisschen schlecht. Aber. Naja. Das sind dann so die Zeiten, da kann ich mich dann mit euch unterhalten. Oder mal kurz aufs Klo gehen. Aber das hatte ich ja gerade schon. Aber es wird ja immerhin schon mehr gesprochen als in A Real Reborn. Realm Reborn. Da wurde ja gar nichts gesprochen. Ich übe Jahre mal. Da konntest du eine Münze werfen. Und Rätselraten machen. Oh, wird gesprochen oder wird nicht gesprochen? Das Dorf wird ungewöhnlich stark bewacht. Selbst wenn man bedenkt, dass ein Aufstand stattgefunden hat. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das ist die gleiche Sequenz und jetzt wird erst geredet. Ja, ich war lange nicht mehr hier. Aber das erscheint mir auch ungewöhnlich. Hoffentlich bedeutet es, dass wir noch nicht zu spät sind. Hey, da kommt jemand. Doch, der schon wieder. Hier, schick. Oh, da ist sie. Unsere Erzfeindin. Die schändliche Statthälterin Yotsuyu. Die Doma verraten und verkauft hat. Yotsuyu, die beim letzten Aufstand mit den Galeanen kooperiert hat. Richtig, und da, ja. Der Hühne hinter ihr. Den kennen was wir doch. Was ich was so laufen. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Wie gesagt, am schlimmsten war diese scheiß siebte Ära. Ach, was für ein erbärmliches Dorf. Die Armut widert mich an. Von dem Gestank nach fauligem Fisch wird mir ganz übel. Ich will ihr Outfit haben. Warum fürchtet ihr euch so sehr? In den letzten 25 Jahren galeischer Herrschaft ist es euch doch gar nicht so schlecht ergangen.
Es ist besser, sich dem Wind zu beugen, als von ihm gebrochen zu werden. Dieses Pflaster bei ihm drauf, ne? Nur so könnt ihr hoffen, zu eurem jämmerlichen Leben zurückzukehren. Das geht gar nicht. Doch zuvor muss ich mich vergewissern, dass ihr Hunger leider mir gegenüber loyal seid. Habt ihr eine Idee, wie wir das anstellen könnten? Geht gar nicht. Ey, das versaut so das ganze Bild. Heute Morgen wurde dieser Mann aufgegriffen. Ist er nicht ein Bewohner dieses Dorfes? Wollte er etwa nach Kugani abhauen? Nun, hat es euch etwa die Sprache verschlagen? Nicht ernst. Gibt es niemanden, der für euch sprechen will? Ja. Also wir schwören dem Galeischen Kaiserreich bedingungslose Treue. Wir werden uns keinem Befehl widersetzen. Ah, schön gesagt. Dann wollen wir doch mal sehen, ob du deine Worte ernst meinst. Töte den Verräter. Sein Fluchtversuch ist Beweis seiner Schuld. Welch gute Gelegenheit, deine Treue zu demonstrieren. Ich muss an meine Familie denken. Es tut mir so leid. Sehr schön. Du gefällst mir. Als nächstes tötest du die beiden Alten. Für hungrige Mäuler, die nicht mehr arbeiten können, hat das Kaiserreich keine Verwendung. Das sind seine Eltern. Aber das sind meine Eltern. Ja, sag ich ja. Das kann ich doch nicht tun. Alles. Nur das nicht. Na komm, sein braver Sohn, bring die Beine um. Na komm. Ja. Das lief wohl etwas daneben. Weißt du, hätte er den anderen auch leben lassen können. Wirklich. Immer nur halbe Sachen hier machen. Na komm, lass uns eingreifen, ja? Bitte? Ja? Ich möchte jemanden... Wartet! Egal wie stark ihr seid, ihr bringt die Dorfbewohner in Gefahr. Warum darf ich nicht mehr kämpfen? Sie könnten als Geiseln genommen werden. Ey! Da die dabei ist, darf ich nicht mehr kämpfen. Wenn wir unvorsichtig sind und die Aufmerksamkeit der Galea auf uns ziehen, wird es noch schwieriger, den Widerstand zu kontaktieren. Ganz zu schweigen von den Strafmaßnahmen, die die Dorfbewohner erdulden müssten. Versucht nicht, mich aufzuhalten. Ich werde dieser Hexe hier und jetzt Einhalt gebieten. Na gut, das wird er weniger funktionieren. Aber du kannst uns nicht das Pflaster verpassen. Ich habe für den Widerstand gekämpft. Wenn ich mich ihnen stelle, werden sie sich erst einmal mit mir beschäftigen. Ich habe keine Angst davor, gefangen und gefoltert zu werden. In der Zwischenzeit wird euch schon etwas einfallen. Sie werden es nicht bei der Folter belassen. Dein Leben steht auf dem Spiel. Und wenn du hier stirbst, wirst du nichts mehr für die Befreiung Domas tun können. Gut, ja, hat's recht. Sollte mich hier mein Schicksal ereilen, bin ich bereit zu sterben. Doch ich glaube nicht, dass dieser Tag gekommen ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich gefangen genommen werde. Nee. Wirklich nicht. Redest du von Kugane? Das hier ist viel ernster. Ich will nicht noch einen Gefährten verlieren. Lise, das möchte keiner von uns. Aber die Trauer darf uns nicht lähmen. Wir sollten nach vorne blicken. Gusetsu, tu, was du tun musst. Damit werden wir zumindest etwas Zeit gewinnen. Ja, darf ich mit? Dass du dem Tod aus dem Weg gehst. Komm, keine Sorge. Eine Inni oder eine Prüfung und wir machen den Platz. Geh zu dem Turm im Nordosten und such dort nach Hilfe. Dann mal los. Ja, aber nein. Hör doch mal. Nimm mich mit.
dann nicht. Warum müssen alle Domana immer so unvernünftig sein? Moral hin oder her, Tod kann niemand etwas bewirken. Wir sind ganz schön. Halte ein, Yotsuyu! Wie er da steht. Oh, sieh an. Da ist uns ja ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Yotsuyu, tu diesen Leuten kein Leid mehr an. Verschone sie, dann ergebe ich mich. Sonst wirst du und deine Soldaten meine Klinge zu spüren bekommen. Das ist so witzig, ja. Nehmt ihn fest. Wir werden ihn im Gasthaus verhören. In der Tat. Ich musste mir beim ersten Mal das Lachen verkneifen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wie gesagt, ich finde die halt auch übelst witzig. Der denkt, der wäre so der übelste Macker, ne? So richtig cool. Jetzt fangen seine Eltern erst an zu heulen. Seltsame Familie. Recht seltsam. Glaub mir, ich fühle mich auch schlecht dabei. Instinktiv wollte ich einschreiten, aber ich hatte Ja, ich nicht! Sag mal. Nun gibt es keinen zurück. Gosetsu hat uns wertvolle Zeit erkauft und wir sollten sie nutzen. Wir müssen einen Weg finden, ihn und das Dorf zu befreien. Wir sprinten rein. Nieten alle um, die gehen. Und machen es wie immer, seit wir das Spiel angefangen haben. Wir werden doch eh nicht gefragt, ob wir irgendwas machen wollen. Es wird doch eh einfach gesagt, so, mach jetzt. Okay. Gosetzi hat uns zu dem Turm auf der Insel im Nordosten geschickt. Wir sollten seinem Rat folgen. Am besten trennen wir uns, um nicht aufzufallen, und treffen uns auf der Insel wieder. Ja. Drei Leute, die in dieselbe Richtung unterwegs sind. Wir werden niemals auffallen. Niemals werden wir auffallen. Toll! Jetzt habe ich hier wieder Vogel am Land. Es ist hier Quälerei, hier so einen Adler an Land laufen zu lassen. Achtet denn hier keiner auf die Adler? Dann erst. Okay. Okay, ich komme hier aber nicht runter. Das wird da wahrscheinlich irgendwo sein, ne? Gehe ich mal von aus. So, das feier ich gerade schon für nicht, ne? Ja. Ach, dieser komische Riffelturm da.
wo ich mich immer noch frage, wer ist so irre und baut ihn so weit in die Höhe? Diese Musik. Ja. Ich könnte mir die stundenlang anhören. Gestern Abend habe ich sie mir zum Beispiel auch angehört. Auf zum Turm. Warum? Was sind das für feige Kameraden, ey? Wie feige sind die? Egal, mach du mal, ne? Das schaffst du schon. Komm. Tolle Freunde seid ihr. Pass auf, und am Ende heißt es, wir müssen uns selbst opfern. Bis es irgendwann keine Add-ons mehr gibt. Wenn man wirklich beim letzten Spiel angekommen ist, dann muss man wahrscheinlich sterben. Damit alle anderen weiterleben. Ich meine, wir wurden ja auch nicht gefragt, ob wir in dieses Abenteuer überhaupt rein wollen. Oder einfach nur angenommen. Ey, möchtest du? Hey, möchtest du die Drecksarbeit für uns erledigen? Nordost. Wo denn noch ganz? Da! Das ist ja nicht gute Zusammenarbeit. Stellt euch nur vor, sie hätten uns erledigt. Was für ein klägliches Ende. Also dann, weiter zum Turm. Wer auch immer dort lebt, kann das offensichtlich mit diesen Ungeheuern aufleben. Solche Freunde können wir gut gebrauchen. Naja, besser als welche, die sich verpieseln und mich die Drecksarbeit machen lassen. Ich kann es nur wiederholen. Deine netten Freunde. Deine netten Freunde. Lass mich, ich will meine Windätherquelle endlich am da ist. Die zweite. Nein, lass mich. Oh, ich höre nicht hoch. Die Musik ist cool. Das sieht doch vielversprechend aus. Ein kleines Dorf sogar mit eigenen Etheriten. Die Fahne habe ich schon einmal gesehen. Ich glaube, das war bei unserer Begegnung mit Tansui. Können wir schon denken, wer hier lebt. Kannst du das? Nein, nicht mein Schiff. Fernöstliche Verbeugung. Sehr cool. Die möchte ich haben. Wenn mich nicht erst täuscht, wählen da vorne auf die Fahnen der Konföderation. So groß wie die Siedlung ist, könnte das ihr Hauptstützpunkt sein. Gott. Will ich nicht mehr lesen? Nee. Was hältst du wollte also, dass wir die Konföderation um Hilfe bitten? Obwohl die Piraten bisher keinen offenen Widerstand gegen die Galea geleistet haben.
Das kann sich ja noch ändern. Ein Versuch ist es wert. Lass uns jemanden suchen, mit dem wir verhandeln können. Immerhin haben wir den Rubin zu bezahlt. Das werden sie uns nicht angreifen. Zumindest nicht sofort. Nee, werden greifen sie auch mich an. Wenn ich daran denke, dass ich eigentlich auch wieder Indies machen müsste. Ich habe immer leicht reden. Nee, ist echt so. Das tut ja. Wahrscheinlich hätten sie dann wie so ein Vogelstrauß einfach den Kopf in den Sand gesteckt. Oder würden immer so im Kreis rennen, panisch. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie das tun. Das da ist cool. Ich will diese Rüstung haben. Das ist so eine Schokobo-Rüstung, oder? Hey, schön, dass du mich anguckst. Die ist cool. Haben wollen. Unbedingt haben wollen. Ich bin krank. Schokobo-Rüstung. Haben wollen. Haben wollen. Genauso wie diese Schokobo-Rüstung mit diesen Schmetterlingsflügeln. Gibt es auch so eine? Ist es, glaube ich, so blau, türkis, schwarz in dem Dreh? Das sind so komische Flügel. Haben will. Wir müssen mir nur erstmal wieder dieses komische Gitterkraut erholen, oder? Nee, Schokobo-Feder? Nee, doch. Gitterkraut. Kriegt man, glaube ich, nur aus dem Item-Shop. Aber weiß ich nicht genau. Wenn sie aus dem Item-Shop ist, dann habe ich da kein Problem mit. Solange es mich keine 30 Dacken kostet, wie die komische Kutsche da, die ich da habe. Ich glaube, die hat 28 Euro irgendwas gekostet. Welcher Wind hat euch hierher geweht? Wolltet ihr nicht weiter nach Urhard? Ja, also es war so. Da war eine komische böse Frau und unser komischer dicker Freund ist dahin gerannt und ne, und dann gab es so ein paar Probleme, die waren ein bisschen clinch. Er wurde ein bisschen rumgeballert, so puff, 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 und dann, ne, ja, mussten wir fliehen. Ne, wie immer. Und das war die Kurzfassung der letzten paar Minuten. Wieso wir nicht da sind, wo wir eigentlich wohl hin wollten. Ach ja. Das war schon wieder so. Aber ich will meine fernöstliche Verbeugung haben. Verstehe. Unsere Meinung zu dem Konflikt geht, kennt ihr ja schon. Aber wenn ihr unbedingt weiter verhandeln wollt, will ich euch nicht davon abhalten. Folgt mir, ich bringe euch zu Flottenkapitän Rasho. Zu Führermann. Ein Treffen mit dem Anführer der Konföderation. Ich hätte gern mehr Zeit, um mich auf das Gespräch vorzubereiten. Ehrlich gesagt, bin ich ganz schön nervös. Also dafür, dass du nervös bist, hast du immer eine ganz große Klappe. Also nur mal so zur Info. Einmal ganz kurz Handy einstecken. Überlass das nur mir. Ich kann gut improvisieren. Ich bin dann da, falls es Ärger gibt. Muss aber jetzt nicht jeden einzelnen Stufe da hoch stolpern, oder? Äh.